Da ein Ladescreen kommt, gehe ich stark davon aus, dass ich in meinem Haus aufwache. Haben wir ein Drittel oder haben wir mehr als ein Drittel? Wir haben mehr als ein Drittel, okay. Die Fähigkeit Jägersmann wurde im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Okay. Was kann die denn? Das hatte ich mir irgendwie schon mal durchgelesen, aber ich habe es wieder ignoriert. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Jäger wird... Ah, hier. Verbessert die Stabilität des Bogens beim Zielen deutlich. Einen Punkt. Gekauft. Dann können wir dann nämlich auch irgendwann ganz lange Luft anhalten, wenn wir nochmal zwei Skillpunkte haben. Finde ich super. Finde ich super. Ja, voll gut. Das war gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wenn wir schon mal in der Nähe sind... Achso, Moment. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, können wir natürlich erstmal shoppen gehen. Uns zum Beispiel eine Körperpanzerung kaufen. Dachte gerade, da hing ein Zettel. AJ, du warst jetzt eine Weile da draußen und hast Kyrat erforscht. Sag mir, wer zündet all die bescheuerten Kerzen an? Das Land steckt mitten in einem Bürgerkrieg und ein scheinbar monströser Diktator hat es in die Knie gezwungen und trotzdem hat sich irgendein Idiot zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen aufzustehen und hunderte und aberhunderte Kerzen anzuzünden. Ich wollte schon jemanden einstellen, der sie jeden Morgen alle ausbläst. Aber ich hatte eine bessere Idee. Gary! Gary! Leg auf, Mensch, das hier ist richtig! Ab sofort sind alle Kerzen illegal! Was? Ja, allesamt! Auf Missachtung steht die Todesstrafe! Danke! Und danke dir, AJ, du hast mir die Woche gerettet. Okay. Nicht, dass wir es vorher gewusst hätten, aber Pagan Min ist offen... ist hiermit, nicht offensichtlich, ist hiermit das... mir fehlt das Wort. Offiziell. Pagamin ist hiermit offiziell wahnsinnig. Okay, wir haben zwei neue Waffen. Aber erstmal rüsten wir ein bisschen aus und machen Schnellfacker. Ah, Moment. Stein aus dem Weltall, das kennen wir alles schon, ne? Ja, ist, glaube ich, nichts Tolles Neues dabei. Hey, benutzte Kerze, lieber schnell verkaufen. Digitales Haustier. Selbst die königliche Garde fühlt sich manchmal einsam. Ein Roboter ist nur dann eine Maschine, wenn niemand ihn liebt. Und mit diesem virtuellen Taschenpartner vermisst du so schnell niemanden. Moment, virtueller Taschenpartner? Ja. Weg damit. So. Der Shredder müsste neu sein. Ach, sind das beides spezielle Waffen? Ah, ist beides einzigartiges, okay. Also erstmal ganz kurz gucken, was macht das Ding? Schaden so ungefähr zwei Drittel, Genauigkeit aber ganz gut, natürlich durch das Visier. Ja, okay. Ah, der Shredder schießt natürlich schneller. Das Ding, ja, dadurch, dass ich an beides keine Aufsätze packen kann, überzeugt mich das einfach nicht. Das ist so der Nachteil. Ja, dann nehme ich da wohl nichts mit. Hilfe! Dann geht's hier runter. Hier. Gut, du musst nicht die Leiter nehmen. Ist schon okay, AJ. Aber die Tür wäre super. Wir haben ein bisschen Geld über. Wir können Shit kaufen. Hi. Und zwar... Ist es günstiger geworden. Das hat mal 500.000 gekostet. Okay. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Wasserhahn. Kaufen. So hübsch. So, da kann ich aber bestimmt noch was kaufen.
Ich will eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber so eine Innenbeleuchtung ist schon noch drin. Was hat sich genau verändert? Ich bin mir nicht sicher. So, 400.000 noch. Na komm, das Schwarzbrenner-Kit. Nicht, dass es wichtig wäre, aber... Okay. Gucken wir doch einfach mal, was Yuri und Reggie so für uns bereithalten. Wir wollen bestimmt irgendwelche Kräuter haben. Da wird schon nichts Gefährliches passieren. Pennen die jetzt hier ernsthaft in einem Zelt neben meinem Haus? Ich finde das ja ein bisschen gruselig, ne? Würde mich freuen, wenn das Zelt irgendwo viel weiter wegstehen würde. Siehst du? Es klappt! Ich habe durch die Wand gesehen. Was? Drauf geschissen, du hast nur die Schritte gehört. Oh nein, 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 ich bin auf einem Ohr taub. Schon vergessen, Sao Paulo? Stimmt, der Posaunenspieler. Der einarmige Posaunenspieler. Aber jetzt, wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen. Ja, das kann er. Aber er ist unser Besuch, also lass uns gastfreundlich sein. Das ist nur vom Feinsten. Mhm. Wir nennen es Oculus Speed. Das Zeug sprengt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft. Aber dazu brauchst du noch einen Topper. Ich hasse die beiden. Oh fuck. Do I have weapons? No, I don't. Scheiße, scheiße, scheiße. Hat hier nicht gerade was auf dem Boden geglänzt? Also ein Zettel, toll. Oculus Bliff. AJ, die Überraschung. Tut mir leid. Yogi war etwas großzügig mit der Spritze, aber wir mussten die schließlich für das Experiment transportieren, ne? Diese Spritze sollte die Grenzen deiner Wahrnehmung erweitern, ebenso wie dein Bewusstsein. Das sollte dir eine ganz neue Erkenntnisstufe und die spirituell-kosmische Einheit mit deiner Umwelt ermöglichen. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Die Dosis sollte reichen, bis du unseren Standort erreichst. Reggie. Na danke, und was mache ich gegen die Bären? Takedown? Auch schon, als wäre ich total drauf. Toll, eine Klangschale. Hey, eine Granate. Okay, da liegt Munition, die ich nicht... Was? Wo kommt das jetzt her? Es geschah während der großen Dürre, dass die Mönche von Schaljama-Kloster erstmals ein Waisenmädchen zur Reinkarnation von Kyra ernannten. Sie sahen in ihr das Lotuskind, das endlich Regen bringen könne. Das Waisenmädchen läutete die allererste Glocke auf einem heiligen Turm und am nächsten Tag fiel ein großer Regen, natürlich. Seitdem wurden die Glocken zweimal täglich geläutet, um den Göttern zu danken. Die Türme mögen vom Heiden Pagan Min und seiner Armee von Verrätern zum Schweigen gebracht worden sein, aber an ruhigen Orten wie diesem können wir noch immer Kyra und Banashur huldigen. Wo auch immer dieser Text jetzt herkam. Okay, da unten sind die beiden Idioten. Klappmesser, was ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres einsetzen kann.
Ich gehe hier einfach mal weiter. Toll, wie komme ich an diesen Bären vorbei? Die Granate konnte ich werfen, ja? Ganz toll. Ja, zumindest läuft der Bär weg. Verdammt! Wo bin ich? Deine Ausrüstung sowie Yugi und Reggie sind verschwunden. Finde sie. Ja, ganz toll. Ich habe eine Waffe, das ist schon mal viel wert, wenn auch nicht so wahnsinnig viel Munition. Oh doch, ich habe einiges an Munition, das ist okay. Die Frage ist, sollte ich das wirklich tun? Okay, ich bin tatsächlich hier irgendwo, das ist fantastisch. In keiner bunten Drohung. Wahrscheinlich bilde ich mir die Tiere auch nur ein. Hi. Großartig. Ja, wie gut, dass der hier gerade vorbeikam. Also prinzipiell scheiß auf meine Ausrüstung. Ich hab schon wieder alles zusammen. Boah, Alter, meine Augen, ne? Ich muss irgendwie... Ich weiß nur noch nicht wie... Holy shit, man. Dieser Himmel macht mich kirre, ne? Damn. Okay, aber hier kommen wir schon mal hoch, das ist ganz nett. Da kann man auch einen Adler direkt mal vom Boden aus erlegen. Also während der Adler am Boden war, meine ich natürlich. Hier gibt's ein Tagebuch. Yogi? Reggie, seid ihr das? Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Okay, finden wir hier auch einfach mal ein Tagebuch. Kann man mal machen. Alter! Achso, die Manimüde habe ich gefunden, die kann ich nicht drehen. Hier scheint es hoch zu. Das sind so Stufen, kann ich hier hochklettern? Sieht ein bisschen aus, als käme ich da hoch, aber wahrscheinlich tue ich das einfach nicht. Sondern ich gehe einfach ganz stumpf hier hoch. Alter, jetzt total high in diesem Dinget fahren, ist einfach keine gute Idee. Alter. Augenkrebs. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen, bitte? Schneeleopard, oder?
überhaupt kein Schnee. Warum sollst du einer sein? Natürlich nicht. Okay. Jetzt gerne diese Spritze, mit der mich Tiere in Ruhe lassen. Lieber einen ganz großen Bogen um die Nase rum. Ausnahmsweise will ich die nämlich mal nicht jagen. What the fuck war das gerade? Alter! Ja. Ja. Gut, dass das Nashorn hier nicht hoch kann. Alter, vor allem renne ich hier jetzt durch halb Kyrat auf Drogen ohne Ende. Ich halte das alles nicht für eine gute Idee. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach unten, dann kann ich ja fast einen Gleiter nehmen. Das lohnt, glaube ich, für die kurze Strecke auch gar nicht. Nachher muss ich auch nur in irgendeine Höhle. Hey, wenigstens ihr löst euch nicht in Luft auf. Fantastisch. Gift Pflanzen sammeln, immer eine gute Idee. Alter, what? Yeah. Ich mach nie wieder Aufgaben von denen. Unser Freund, Onamshiwa, er kommt von weit her und sucht Antworten. Wir können ihm Antworten geben. Ich würde mich hier gerne ein bisschen besser umgucken. Hallo? Gerade kurz, ich sterbe an dem Baum. Ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Move war, aber hey, es hat ganz gut funktioniert. So, ich... dieser Trip wäre endlich mal vorbei. Ja, die Farben verändern sich vor allem auch je nachdem, wie ich mich... Also, ja, wenn ich stillstehe, verändern sich die Farben gar nicht. Sondern nur, wenn ich mich bewege. Nicht richtig. Wo muss ich denn? Ist da eine Höhle? Ah. Sollte ich. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Unglücklicherweise ich schon. Oh Gott, wie. Wie hast du. Wie hat das. Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin, das wird noch viel übler. Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, und da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Fall. Übrigens, hast du jetzt auch das Rezept?
Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder einen Kick brauchst. Ja? Bis dahin. Sollen wir? Okay. Die Fähigkeit Wirkungsdauer Boosts wurde für Jagdspritzen im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Das sind diese hier. Okay. Okay. Wo zur Hölle bin ich jetzt eigentlich? Wow, ich bin nicht weit gekommen. Aber wenn wir schon mal da sind, nehmen wir noch diesen unbekannten Ort mit. Alter, neue Yogi und Reggie-Aufgabe. Geht mir bloß weg, Leute. Also, ich find's cool, aber ich kann jetzt nicht schon wieder Drogen nehmen, ganz ehrlich. Bin jetzt noch total matschig. Es heißt Paganini, packe die Anträge der Rebellen. Immer noch eine unangefochtene Überführerherrschaft. Der Goldene. Den Konvoi werden wir los. Eigentlich wollte ich mir diesen Ort da angucken. Augen offen halten. Seid auf alles gefasst. Okay, die Waffe Stinger ist jetzt in den Handelsposten verfügbar. Okay. Was auch immer. Wo kommt der Zaun her? Ja, eine Hauptaufgabe gibt es im Moment nicht. Ich bin im Überlegen. Longinus wäre eigentlich mal wieder dran. Danach könnten wir uns eventuell Willis widmen. Und dann könnten wir auch hier einfach noch so ein bisschen aufräumen. Also sprich Außenposten und Türme. Ich weiß noch nicht, was ich in welcher Reihenfolge mache. Mal gucken. Wo waren noch gleich die Shangri-La-Dinger? Da sind noch zwei. Es müssen noch mindestens drei sein. Ach, da oben war noch eins, genau. Okay. Ja, schauen wir dann mal, ne? Ich würde erstmal sagen, ich mache auch mal wieder ein kleines Päuschen. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken natürlich. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.